Ja, guten Morgen. Hier wieder ein Dokumentarfilm für Harry. Und zwar von Barranco de Ayagaures. Barranco heißt ausgetrocknetes Flussbett. Da fahren wir gerne in dieser Gegend mit dem Fahrrad, weil wenig Verkehr gibt und viel zu sehen. Da oben ist Monteleone. Und die Straße ist sehr gut ausgebaut, für Fahrradfahrer ideal. Und man geht langsam bergauf, bis auf etwa 500 Meter. Da ist dann ein Plateau, wo man sogenannter Aussichtsturm ist und zum Tal hinunterschauen kann. So, ihr könnt ja sehen. Hier ist leider kein Wasser im Flussbett oder wenig Wasser. Da kann man sehen. Und warum wenig Wasser? Weil man das oben am Staudamm festhält. Weil von dort wird es dann verteilt an die Bauern und an die Bevölkerung von Ayagaures. Wunderschöne Palmen oder kanarische Pini hier, typisch, wunderschön. Und ich fahre jetzt Richtung Staudamm oder Richtung Ayagaures. Bin von Maspalomas schon 8 Kilometer gefahren. Da kann man wahrscheinlich nicht sehen. Und die Strecke bis oben ist etwa 15 Kilometer. So, ja, dann kommen wir jetzt an eine Oasis von Palmen. Bestimmt auch sehr schön im Video zu sehen. Hier sind Palmen, die wild gewachsen sind, und nachher werden wir mehr sehen. So, wir sind hier im Pueblo von Ayagaures. Das ist ein kleines Dörfchen, gehört zu San Bartolomé de Tirajana. Wunderschöne Strecke hier rauf. Hier sind wir auf etwa 52 Meter, glaube ich. Sind Fahrradfahrer, die es lieben, hier zu fahren. Und da hoch wollen wir jetzt, ganz oben, auf 500 Meter. Ihr könnt sehen, es ist sehr grün alles. Toll, toll, toll. Einfach toll, wie grün das ist jetzt durch den Regen. Da kann man sehen, wie ein Fahrradfahrer so die Kurven runterfährt. Sehr vorsichtig natürlich. Tolle Strecke. Und nur 14 Kilometer von Maspalomas weg, also sagen wir mal, von Campo Internacional oder vom Meer. Und das ist dieses Tal, die nennen Barranco, weil da kein Wasser trägt normalerweise, nur wenn es regnet. Sonst wäre das ein Fluss. Und es ist eben ein trockener Flussbett. Einige haben sich dort ein paar Fincas gebaut. Sehr schön, vermieten auch. Und da oben geht es dann auch hoch. Also wunderschön. Schöne Strecke. Das ist der Staudamm. Unten geht es um Bahn. Hier spielen ein paar Jugendlichen Fußball. Das ist die Kirche.
Und das ist so ein Platz, wo die älteren Leute hier sich sollen. Ja, das ist, größer ist das nicht. Das werden wahrscheinlich 20 Häuser sein, mehr nicht. Hier bin ich nicht auf die chinesische Mauer, sondern auf den Staudamm von Ayagaures. Das ist der nächste Staudamm. Und momentan werden hier Ausbesserungsarbeiten ausgeführt. Ist jetzt Wasser drin, nicht so viel, aber immerhin.